Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen YouTube-Dreh. Heute spiele ich mal Dr. Müller Lederwarenfabrik in Krefeld. Wir haben hier das Unternehmerauto der 50er Jahre schlechthin. Aus der Adenauerzeit, Mercedes 300 S, ist Daimler-Benz, damals von Daimler-Benz, das größte und beste und teuerste gewesen, was man überhaupt produziert hat. Es gibt vom Cabrio nur 203 Exemplare, mehr nicht. Ein Flügeltürer oder ein 300 S der Roadster waren seinerzeit günstiger als so ein Wagen. Das ist das teuerste Auto, was Mercedes damals gebaut hat, über die ganze Bauzeit hinweg. Und ein 300 S in einem wirklich guten Zustand ist eine absolute Rarität. Und ich habe also vom 300 S Cabrio, Roadster oder Coupé, das hat es ja mehrere gegeben, ungefähr 16, 17 Fahrzeuge verkauft. Er hier ist der Beste. Also ich zweifle die ganze Zeit, das zeigen wir euch nachher mal im Detail, warum dieses Auto in dieser Wahnsinnsqualität, der hat vorne noch auf der Scheibe die Einfahrvorschriften von 1953. Der Wagen ist 1953 gebaut worden. Und die gesamten Karosseriespaltmaße, also wirklich alles, befindet sich in einem fast neuwertigen Zustand. Sei vielleicht mal erwähnt, das Auto kommt aus einer Sammlung von einem Kunden, den ich fast 30 Jahre kenne. Und den Wagen kenne ich auch schon 25 Jahre. Den habe ich immer gesehen, aber genau befasst habe ich mich mit dem Auto nie. Und das habe ich jetzt gemacht. Das Auto ist eine Sensation. Anders kann ich es nicht sagen. So, wir fahren jetzt los. Es ist nach wie vor tolles Wetter. Wir fliegen auch Drohne. Und da werden wir mal sehen, wie toll Mercedes 300 S ist. Jetzt, das ist normal beim 300 S, der verschluckt sich am Anfang. Nee, das muss ich jetzt nicht drehen. Also, das denken die Leute noch, ein schlechtes Auto, weil das wirklich das Beste, was ich bisher hatte. Wir sind jetzt ohne Choke losgefahren, deswegen rülpst er ein bisschen. Das ist aber völlig normal bei so einem Wagen. Aber auch die Maschine, ich habe ihn ja vorhin runtergefahren schon. Das Auto ist eine absolute Sensation. Also was ich gerade erwähnt hatte hier vorne, schaut euch das mal ein. Das sind die Original Einfahrvorschriften von 1953. Das heißt, dieser Zettel klebt an der Originalscheibe jetzt 70 Jahre. Als nicht zu fassen. Super! Die bayerische Landjugend ist schwer begeistert. Ja, also gut. Mercedes 300 S ist natürlich eine absolute Besonderheit. Das ist so ungefähr das, was ein Maybach da heute auch ist. Aber ein Maybach könnte ich vergessen gegen so einen Wagen hier. Und also fast alle Autos, die ich heute kenne, sind irgendwie restauriert worden. Aber irgendwie haben sie das hier nicht gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke immer noch irgendwie auf das Holz, nicht? Das ist geflammtes Wurzelholz. Das ist ja wie neu. Schaut euch das bitte mal an. Das kann nicht restauriert sein. Das ist original. Auch hier vorne, sonst hätten sie auch die Scheibe mal rausgebaut. Ist alles nicht der Fall. Hier vorne haben wir einen Handschuhdeckel. Schaut mal bitte hier. Das ist neu. Wer ist die Rettungsweste? Ja, ganz korrekt. Also das Auto hat einen sensationellen Zustand. Und wir werden gleich merken, jetzt wenn er schön warm ist, sollte er ganz anders losziehen. 300 S hat übrigens 150 PS. Seinerzeit gab es das ja auch als Limousine. Das war dann der Adenauer Mercedes. Da hat er erst 115 und dann 125 PS. Und der 300 S, da hat man das Fahrgestell um 15 cm verkürzt. Das war dann praktisch die Sportversion. Aber das Auto war so unendlich teuer. Ich glaube, das kostete über 30.000 Mark. Und das war in den 50er Jahren ein absolutes Vermögen. Also damals konnte man sich gerade ein Reihenhaus mal eben leisten, wenn es einem gut ging. Das war genauso teuer oder war günstiger zu haben. Also ein 300 S in der Qualität, auch hier, schaut euch mal die Sonnenblenden hier oben an. Also ganz toll gemacht, so eingefasst in Chrom. Also edler kann man das gar nicht machen und hochwertiger. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so gut, aber der muss ich erst warm fahren, dann fährt auch anders. Hat sogar hier Becker Mexiko drin, Originalradio. So, bei so einem alten Auto muss man immer ein bisschen Geduld haben, bis er warm gefahren ist, das ist so. Aber ich sage euch, in ein, zwei Minuten läuft er wie am Schnürchen. Die absolute Mercedes-Rarität nach dem Krieg. Und das ist ja auch in der Formensprache übrigens. Das ist ganz interessant. Wenn ihr euch die Kompressor-Mercedes
die gebaut wurden bis zum Zweiten Weltkrieg, anguckt, 500K, 540K, dann ist das noch hier die gleiche Formensprache, die es seinerzeit vom Krieg auch gab. Im Krieg ist das Mercedes-Werk kaputt gegangen, in Sindelfingen ist alles bombardiert worden. Naja, und das hat sich dann halt eben, dann hat man, als man wieder angefangen hat nach dem Krieg, das Auto entworfen. Das war zwar 1951 eine Neukreation, vor allen Dingen technisch, aber die alte Formensprache, was die Karosserie angeht, diese riesigen Kotflügel, diesen gewaltigen Stern da vorne, das hatte man beibehalten. So, also ist ja Wahnsinn, wenn man hier drinnen sitzt, man hat ganz gemütliche, breite Sessel. Man hat ein herrliches schwarzes Lenkrad, das ist übrigens sehr, sehr selten. Damals sind fast alle Autos mit einem weißen Lenkrad ausgeliefert worden. Ein schwarzes ist heute gar nicht mehr zu bekommen. Und das hier ist in einem neuwertigen Zustand. Da ist hier nur so ein bisschen das Plastik gerissen da drin, wo der Stern ist. Das könnt ihr sehen. Aber das ist das Originallenkrad. Und dadurch, dass hier auch die kleinen Leisten, die Chromringe hier, die sind nicht mehr abgegriffen. Wenn die abgegriffen sind, ach, hier kann man es ein bisschen sehen. Dann sieht das so ein bisschen bronzefarben aus. Das ist ein Originallenkrad, was nicht aufgearbeitet ist. Und das allein ist die absolute Rarität. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb der Eigentümer das Auto abgibt. Der lebt mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Und er hat gesagt, das Auto steht nur noch rum. Der hat eine wunderschöne Sammlung und rief mich an, sagt, morgen bringe ich Ihnen das Auto, können Sie gern verkaufen. Und dann haben wir uns damit befasst und haben festgestellt, dass der Zustand dieses Autos, also das muss ich wirklich sagen, eine Sensation ist. Also ein 300S in der Qualität, ich habe schon wirklich gute 300S verkauft, aber nicht so einen. Das Auto ist fantastisch. Und die Kilometer, die wir hier drauf sehen können, 73.500, also ich vermute, dass die stimmen. Ich kann es nicht garantieren, wir brauchen noch mehr Unterlagen. Aber schaut euch das mal an, der Chrom, die ganze Instrumenteneinheit hier vorne, da ist ja nichts kaputt an dem Auto. Das ist alles noch neuwertig und ich sage euch, das ist original beieinander. Denn wenn das Holz hier restauriert wird, dann hat das nicht mehr diesen Glanz. Das sieht ein bisschen matt aus, sondern dann glänzt das so. Und das, man sieht die dicke Schicht von Lack oben drauf. Das hat der alles nicht hier. Und das ist das, also je mehr ich mich mit dem Auto befasse, umso mehr fasziniert mich die Qualität von dem Wagen. Vor allem, dass er so schön original beieinander ist. So, 300S auf bayerischer Landstraße, fantastisch. Also ein 300S zu bewegen, das hat was. Das ist ganz, ganz großes Kino und wer zu der Zeit sich so einen Wagen geleistet hat, der hat ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern gehabt oder mehr oder war irgendwie eine Filmdiva oder Leute aus der weltweiten Öffentlichkeit. Es sind ja damals auch nur ganz wenige nach Deutschland verkauft worden. Also ich sage mal vielleicht 30%, wenn überhaupt. Der Rest ging in die USA, das war natürlich auch in Amerika das Auto. Und mit seinen 150 PS... ist er immer in 170 Stundenkilometer schnell gewesen, 175 sogar, das ist eine ganze Menge. Für ein 1,8 Tonnen Fahrzeug, also CW-Wert, hat er nicht, also hatten sie damals nicht. Ich kann genauso gut mit einer Scheune durch einem Scheunentor durch die Gegend fahren. Das ist ungefähr das gleiche, war damals aber auch nicht wichtig. Damals hat man halt gezeigt nach dem Krieg, wenn man wieder erfolgreich war, hat man gesagt, Leute, seht mal her, was ich mir leisten kann. Das war eine andere Zeit, da haben sich die Leute auch erstmal richtig wieder satt essen können. Und wenn man dann sowas hatte, war die absolute Show. Und das Gefühl, sage ich mal, das habe ich jetzt auch. Also es ist einmalig, in so einem Auto zu fahren. Ich merke auch, dass der total fest ist. Also ich habe bei einigen von den Autos schon gemerkt, dann trampeln die hinten und verwinden sich komisch. Das hat er nicht. Ne? Der ist total fest, der Wagen. Also es ist einmalig. Ich glaube nicht, dass der restauriert ist. Das Einzige, was mal gemacht worden sein kann, ist, glaube ich, ein Lack. Aber das war es auch. Ein Wahnsinnsauto. So, jetzt zieht er auch besser. Na, jetzt merkt man, jetzt ist er frei. Das ist immer, wenn man so ein Auto an, aus, ist für die Motoren nicht gut. Und dann müssen sie erstmal ein bisschen frei laufen, die Kerzen ein bisschen frei. Und dann geht so ein Wagen richtig nach vorne. Also, ja, ein Prachtstück von Auto ist eigentlich als Zweisitzer gedacht. Man könnte ja auch sagen, 2 plus 2 Sitzer. Er hat hinten eine Bank hinter uns. Da passen Kinder hin oder auch mal ein Erwachsener quer oder halt eben Reisegepäck. So ein Wagen ist ja oft auch mit dem Kofferset bestellt worden, hinten von Beisch. Das hat er hier jetzt nicht, er hat also kein Kofferset dabei, aber dafür bietet er eine Qualität, die ich beim 300S Original noch nie gesehen habe. Ich mache das jetzt 38 Jahre. Wir haben mal einen originalen Wagen verkauft in Schwarz,
auch Wurzelholz und so cremefarbenes Leder in, aber der hatte längst nicht die Qualität. Der hatte zwar zum Teil noch einen ersten Lack, aber der war leicht angegangen. Das ist er hier überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wo sie dieses blaue Leder her haben, sogar mit Piping. Möglich, dass das mal ersetzt wurde, aber das ist das Originalmaterial. Also ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen ratlos im Moment. Ich weiß nur, wie die Autos original aussehen, aber der hier sieht aus wie ein Jahreswagen. Ja, also ich sag mal, in einem solchen Mercedes zu fahren und das auch euch zeigen zu können und dann auch in der Qualität, ich glaube, das hier ist historisch, denn viele Autos sind ja verbastelt und er kennt uns auch. Ja, sind verbastelt und verfummelt und einfach nicht in einem guten Zustand. Und man kann wirklich sagen, dass das bei dem Auto anders ist. Also der hier, der hat, ich würde mal sagen, zu 90% Auslieferungszustand. Und das kann man nirgends mehr gezeigt bekommen, wenn man es dann nicht gerade hat. Und das ist das, was wir uns auch vorgenommen haben. Wenn wir ein tolles Fahrzeug bekommen, was einmalig ist, zu uns, zu Cargold, wir fahren damit, wir machen einen Film. Und ich bin mir ziemlich sicher, in 50 Jahren werden die Leute sich das angucken und sagen, Mensch, also was waren das damals? Tolle Autos, wo es noch richtige Motoren gab, wo man noch Benzin nachgefüllt hat, wo man richtig gefahren musste zur Tankstelle. Zu der Zeit gab es ja auch Service, nicht? Da musste man nicht selber tanken. Nein, nein, der hat meine Schlüssel rausgegeben fürs Tankschloss, hat abgewartet, der Tankwart hat voll gemacht und kam dann, hat bezahlt am Fenster und ist weitergefahren. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Also ich kann mich noch erinnern, da konnte man mit Service und ohne Service fahren. War total toll. Also ich verstehe auch gar nicht, weshalb die Leute heute sowas nicht mehr anbieten. Wollen die das nicht mehr? Das hatte was. Ne? Hier sind 50 Mark, bitte einmal 50 Mark tanken. Dann hat der Tankwart das gemacht. Total freundlich gewesen, die Leute. Und dann ist man weitergefahren. Vielleicht mal hier was, das ist eine Lenkradschaltung. Die meisten sind mit einer Lenkradschaltung ausgeliefert. Ich glaube, es gab nur 10 Autos hier mit einer Knüppelschaltung. Der 170S hatte ja so eine Mittelschaltung, das hat er hier nicht. Die sind bequem, die Mittelschaltung bequemer als Lenkrad hier. Aber ich sag mal, die Zeit war halt Lenkradschaltung damals, überwiegend vor allen Dingen. So, rechts kein Auto. Oh, scheiße, war der erste jetzt. Ja, man muss das mit dem Schalten, muss man üben bei dem Auto. Und jedes dieser Auto ist ja auch anders. Aber ich merke das auch, das ist nicht ausgeschlackert oder so. Das ist alles ein Original zusammen bei dem Auto. Wahnsinn, Wahnsinn. Und der poltert nicht und trampelt nicht. Also ich habe oft bei Autos 50er, 60er Jahre, die klappern und trampeln und poltern, hat er alles nicht. Der läuft hervorragend. Ja, hier vorne ist dieses tolle Kombi-Instrument. Also auch da ist wirklich alles in Ordnung. Oil Pressure, also Öldruck. Dann hier vorne Temperatur. Funktioniert alles, ist alles in Ordnung. Hier ist der Tachometer, der geht bis 200. Also 180 konnte man damit erreichen. Tank ist halb voll im Moment gerade. Ampere hier vorne rechts. Da haben wir die Batteriespar. Also alles da, so wie es gehört. Und man hat ja mal ein Gefühl, wenn man mit so einem Wagen fährt, das ist hier hervorragend. Also besser kann ich mir einen 300S nicht vorstellen. Absolut nicht. Ich würde halt sagen, der müsste mal 100 Kilometer gefahren werden. Richtig schön auf die Autobahn 120. Dann läuft er am Schnürchen. Wie am Schnürchen. Hast gesehen, der BMW hat uns auch gerade geblinkt eben. Ja, das fällt natürlich auf so einen Wagen. Tja, Mercedes 300S. Das Topfahrzeug der Wirtschaftswunderzeit der 50er Jahre. Konrad Adenauer selber hat ja einen 300 Adenauer gefahren, die Limousine, weil man da gut drin sitzen konnte, ohne einen Hut zu verlieren. Ich habe jetzt heute auch einen Hut auf, habe ich auch nicht verloren. Platz ist hier genug, herrliche Platzverhältnisse, man sitzt bequem drin. Ist übrigens ganz nett gemacht, hier vorne kommen die Heizungsrohre raus, hier vorne. Also Belüftung für die Seitenscheiben, damit sie nicht beschlägt. Ansonsten ist die Heizung hier vorne angebracht, in der Mitte der Zigarettenanzünder. Damals hat man ja geraucht.
Ja, das ist Mercedes 300S aus dem Baujahr 1953 in einem wahrlich fantastischen Zustand. Das ist das Größte, was Daimler-Benz gebaut hat in den 50er Jahren. Und ich kann euch mal in Detail zeigen, wo man das eigentlich erkennt an dem Wagen. Also einmal hat er die richtigen Reifen drauf. Das ist ganz, ganz selten. Das sind die ganz teuren, die gehören drauf. Wenn man sich die Räder anguckt, er hat den originalen C-Ring. So gehört es nicht anders. Ganz wichtig sind die Keder bei dem Auto. Das hält nämlich hier diese riesigen Kotflügel zusammen. So sind sie original, nicht anders. Oft sind da so breite Gartenschläuche drin, das sieht überhaupt nicht aus. Auch damals waren die Chromteile hier unterlegt mit Kedern. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Daran erkennt man ein wirklich exzellentes Auto. Wenn man sich den Kühler vorne anguckt, der ist wie neu. Schaut euch mal bitte das Mercedes-Logo an. So gehört das aus Emaille, nicht anders. Die ganzen Autos, die heute restauriert von überall herkommen, haben das alles nicht mehr so. Und der gesamte Kühler, der ist eigentlich wie neu. Ich muss vielleicht dazu sagen, das Auto war bei uns noch nicht im Service. Wir haben ihn gerade bekommen. Wir müssen durch den vielen Regen im Moment die guten Tage nutzen. Aber die Qualität von dem gesamten Auto, also die finde ich, das fasziniert mich total. Ja, wenn man dann weitergeht, das größte Problem am 300S sind die Türen. Die Türen haben ein gewaltiges Gewicht. Das möchte ich vielleicht mal kurz zeigen. Und dass die so sitzen und passen wie hier, das ist absolut so gut wie gar nicht möglich. Schaut euch das mal an. So sind die mal gebaut worden. Wenn die einmal auseinander waren und gespachtelt wurden, lackiert wurden. Auch guck mal hier, wie das hier hinten sitzt. Das muss Paul euch wirklich mal zeigen. Guck mal hier. Das ist ja wie mit der Rasierklinge. Also ein 300S, der so gearbeitet ist, der die Qualität hat. So haben die damals die Werkshallen verlassen. Übrigens alles Handarbeit. Ist so gut wie gar nicht am Markt zu bekommen. Also das Auto ist von der Qualität das Beste, was ich in 38 Jahren Oldtimer gehabt habe. Das Auto ist sensationell. Man sieht auch, wie schön der in den Federn steht. Der hängt nicht irgendwo. Die Maschine ist ja sehr schwer. Das ist ja ein großer 3-Liter-Motor. Ihr müsst euch das mal angucken. So muss er stehen, nicht anders. Ja, das geht hier hinten weiter mit dem Tankdeckel. Der ist genauso perfekt eingepasst wie auch der Kofferraumdeckel. Schaut mal hier. Wie mit der Rasierklinge geschnitten. Die Originalbeleuchtung neuwertig. Nirgends kaputt, irgendwas geplatzt oder nicht in Ordnung. Hier ist das sehr repräsentative 300S-Zeichen. Das war halt eben ganz großes Kino. Mercedes 300S, also mehr konnte man zu der Zeit nicht haben. Und schaut mal hier hinten rein, das ist die Persenne. Wir werden euch gleich mal das Dach aufmachen. Auch hier die ganzen Gummimatten. Oder hier vorne die Felgen. Schaut euch mal das an. Das ist, glaube ich, noch der originale Reifenweißwand, nicht aus der Zeit. Das Auto ist ja mal in den USA gelaufen, ganz früher. Die komplette Geschichte fehlt uns noch. Aber der muss schon in Amerika in einem absoluten Top-Zustand gewesen sein. Ja, also das ist halt eben wichtig. Wenn man sich ein 300S kauft, das ist ja ein absolut sammlungswürdiges Auto, dann muss man auf die Karosserie achten, weil die ist extrem aufwendig und teuer gewesen. Schaut euch das mal an, die Linie von vorne nach hinten, sonnenbeschienen. Man sieht, dass der überhaupt keinen Spachtel hat, gar nichts. Das ist wie aus einem Guss, das gesamte Auto, ob das die Türen sind, ob das der Deckel hinten ist. Also ich habe noch nie so einen guten 300S gesehen. Und ich habe viele gesehen und auch schon einige verkauft, aber das Auto ist wirklich fantastisch. Absolut fantastisch. Hier zum Beispiel, schaut euch das mal an. Auch das mit den richtigen Kedern. Das wird oft vergessen. Dann sind diese Platten hier hinten zum Steinschlagschutz einfach da so drauf gepappt. So wie es hier ist, dass jede Leiste mit Keder unterlegt ist. Das hat nur ein Originalauto. Und deswegen, also ich frage mich die ganze Zeit, der muss einmal super lackiert worden sein. Das ist auch alles gewesen. Der kann nie verrostet gewesen sein oder sonst was. Und man merkt es eben auch hier an der Plakette Einfahrvorschriften aus der Zeit. Die ist da noch drauf. Das heißt, wir haben hier die erste Scheibe. Und wenn man mal genau guckt, das Gummi, wo die Scheibe eingepasst ist, ist ganz leicht porös. Aber minimal. Also ich glaube, der hat auch immer in der Garage gestanden. Auch das, wie das hier alles sitzt, nicht? Das ist ja höchstwertig. Also das fasziniert mich sowas. Ich habe mich ja sehr viel mit solchen Autos befassen müssen. Immer wieder, wenn man so einen Wagen verkauft, die kosten ja Geld. Die werden heute gehandelt zwischen 500 und 700.000 Euro, je nach Qualität. Also ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, dass weltweit im Moment ein besseres Auto nicht zu finden ist. Also ich wüsste es jedenfalls nicht. Und da kann man gucken, wo man will. Das ist wie ein Prospektauto. Ich mache euch jetzt mal vorne die Haube auf. Und zeige euch mal die 300S-Maschine. Das ist ein 3-Liter-Motor mit 2996 Kubik. Der 150 PS mit drei Vergasern geleistet hat.
So, links und rechts die Haken, das ist die Maschine. Das ist der originale Motor. Also da ist jetzt nichts geputzt, sauber gemacht oder irgendwas verändert worden. Er fährt sich astrein. Baureihe W188 und hier sind auch noch alte Aufkleber drauf. Das merkt man auch da drüben. Also das Auto ist wirklich toll. Natürlich könnte man diesen Motorraum mal reinigen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Das ist die Originalmaschine und so ist sie ausgeliefert worden. Wir werden das aber nochmal ganz genau dokumentieren. Da könnt ihr übrigens die drei Vergaser sehen unten drunter. Und die haben normalerweise, wenn die vom Adenauer sind, man hat dann, wenn so ein Motor kaputt gegangen ist, immer eine Adenauer-Maschine genommen. Da ist hier dann so ein, dann hat man das da zusammengeschweißt, weil der Adenauer hatte nur zwei Luftfilter. Und dann ist hier so ein, ja, Ansetzpunkt, ein Schweißpunkt, wie auch immer. Dann ist hier so eine Linie und da muss man mal genau aufpassen, ob das wirklich eine echte W188-Maschine ist. Denn die originalen Motoren sind unbezahlbar teuer. Es gibt so gut wie keine. Und er hat eine. Ja, das ist der Motor. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir öffnen euch jetzt mal das Auto. Ein 300S kann man an den Sturmstangen erkennen. Das sind diese, weil das Verdeck, wenn es geschlossen ist, das ist ja ein gefüttertes Verdeck, muss unter Spannung sein. Das ist jetzt offen und das ist gespannt. So, jetzt müssen wir die nach vorne machen, die Dinger. Jetzt hole ich hinten aus dem Kofferraum. Ich muss also beide Bügel entspannen. Jetzt hole ich mal aus dem Kofferraum die Persenning. Und dann machen wir mal das, was das Auto ganz besonders macht. Das ist nämlich das Verdeck auf. So, ich lege das jetzt mal vorsichtig hier hin. Setze mich jetzt rein. Da musst du mir vielleicht helfen auf der anderen Seite. Da sind ja die Bügel drin, die ich jetzt entsichern muss. Mache ich runter. So, und jetzt hoch damit. Ach ja. Also das sollte man auch nicht alleine machen, so ein Verdeck wiegt was. So, jetzt haben wir diesen tollen Wagen geöffnet. Jetzt mache ich mal die Türen zu. Die sind ja wirklich wie Safe-Türen, wie Tresortüren. Jetzt holen wir uns die Persenning, entfalten die. Warte mal. Richtig, ja, hier so drumherum, da vorne rüber. Nee, das soll man, glaube ich, lassen. Nee, anders, jetzt ist richtig. So rum muss es. Da ist nämlich die Stoffschicht, damit der Lack nicht verkratzt wird. Auch daran hat man bei Daimler-Benz gedacht. Schaut mal hier vorne. Also ist auch eine super gemachte Persenning. So geht's zu. Hier vorne rüber. Jetzt sieht man, dass das auch passt. So, ein perfekt gemachter Überschutz übrigens auch hier. Alles fein säuberlich. Ein Keder ist aus Leder, hinten der Samtstoff. Also ist wirklich toll gemacht. Ne? Original Mercedes-Stoff, muss man das noch festmachen da hinten. Hier muss es noch festgemacht werden. So. Ja, jetzt könnt ihr noch mal ein bisschen besser sehen bei unserem Mercedes 300S, wo er offen ist, wie das Interieur aussieht. Also aus meiner Meinung nach, das ist ganz festes Leder. Ich denke, das ist nicht das Originalleder, aber es ist sensationell gemacht. Schaut euch das mal an. Also besser kann man das nicht machen. Auch die Türverkleidung, das ist ja sogar zweifarbig hier. Ich nehme an, es war so. Auch der Teppichboden ist von sensationeller Qualität. So, und das Holz, das muss original sein. Das ist geflammtes Wurzelholz. Das hat es also als Reparatursatz so überhaupt nicht gegeben. Die Qualität von dem Auto ist wirklich erste Klasse. Also besser habe ich es noch nicht gesehen. Auch hier, schaut mal hier, da sind die oft alle kaputt, was ein Chrom angeht. Das ist wie neu. Das sitzt hier auch, wie am ersten Tag. An solchen Details kann man das gucken. Ihr müsst immer nur, wenn ihr euch ein Auto kauft, ganz genau gucken. Schaut euch das mal an hier. Schaut euch mal, falls ihr einen 300S habt, euren an. So. Gehört das alles hier, in jedem Detail. Absolute Perfektion. Und dafür hat damals Mercedes auch einfach sein großes Lob bekommen, die besten Autos der Welt zu bauen. Nicht? Das wäre gut, wenn sie das heute auch weiter praktizieren würden. Das hier jedenfalls war ein Beispiel dafür, wie es richtig geht.
Ja, jetzt fahren wir Mercedes 300S Cabrio offen. Das ist natürlich ein absolutes Genussthema. Jetzt habe ich auch mal eine richtige Sonnenbrille aufgesetzt. Nicht, dass euch wundert, plötzlich eine andere Brille. Aber wirklich ein Wahnsinnsauto. Übrigens hier ein nettes Detail, das ist der Rückspiegel, den kann man rumdrehen. Normalerweise ist der ja so, ja, nach unten rum und wenn es verdeckt, aber weil es zu hoch ist, damit man hinten über das Verdeck gucken kann, kann man den hochmachen. Jetzt haben wir nur vergessen, die Schraube richtig festzumachen. Deswegen eiert der ein bisschen rum, aber jetzt kann ich auch hinten über das Verdeck rüber sehen. Also Daimler-Benz hat damals an alles gedacht und alles ist aus hochwertigem Material gearbeitet. Und das ist auch der Grund, weshalb das nach 70 Jahren, wenn es gepflegt ist, noch in dieser tollen Zustand, in diesem tollen Zustand sich befindet, wie wir es hier haben. Hier übrigens diese wunderschöne alte VDO-Uhr funktioniert auch. Becker Mexiko in einem hervorragenden Zustand, also das Auto ist toll. Und wenn wir den richtig sauber gemacht haben, das ist ja noch gar nicht passiert, dann ist das Auto fast neuwertig. Ja, 300S mit 6 Zylindern, 1,8 Tonnen Lebendgewicht. Kann man ganz toll cruisen. Ich meine, das sind natürlich oft Autos, die meistens heute in Sammlungen stehen, weil die einfach extrem wertvoll waren. Wirklich gute gibt es so gut wie keine. Erfahren tut er sich toll. Jetzt verschluckt er sich auch nicht mehr. Das Auto hat einfach mal ein bisschen Bewegung gebraucht. Er fährt wunderbar. Das macht absoluten Spaß. Also kann ich euch wirklich sagen, ist wieder so ein absoluter Highlight. Und das ist sicherlich hier ein Auto, wo man sagen kann, absolute Cargold-Qualität. Mehr geht nicht. Aber das Holz hat ja eine Qualität, das ist einmalig, nicht? Also einmalig so ein altes, originales Wurzelholz haben. Übrigens, mir ist was aufgefallen. Der Oberflächendecklack hier ist etwas heller als der hier. Das ist original. Das heißt für mich, dass die Seitentürleisten, die sind schon mal ganz vorsichtig überarbeitet worden. Die waren möglicherweise leicht gerissen. Das ist aber alles noch das originale Wurzelholz. Das hat aber eine andere Oberfläche als das hier. Das ist original hier. Also ich habe es auch jetzt erst entdeckt, nachdem ich so genau habe gucken müssen. Das ist wirklich ein fantastisches Auto. Nähern wir uns langsam unserem Zuhause. Hätte auch ein schönes Drehmoment. Übrigens bei 230 Newtonmeter. Das ist für heutige Verhältnisse nicht mehr so viel. Aber für damals, für eine 3-Liter-Maschine, war das ganz anständig. Und man merkt, es zieht hier im dritten Gang auch hoch. Das schafft er wunderbar. Verschluckt sich jetzt auch nicht mehr wie am Anfang. Ganz einfach, weil wir ihn jetzt gefahren haben. Ja, wir haben heute allerbestes Wetter. Man kann einfach merken, dass ein Großteil der Bevölkerung sich irgendwie mobil bewegt. Also nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit Fahrrad oder mit Motorrad oder mit Auto. Und alle sind so begeistert, wenn sie uns sehen. Das macht den Menschen einfach Spaß. Das kommt in der Seele an. Freude am Fahren, das ist ja das, was ich sage. Und das irgendwie auch noch alles zu verbieten, weiß ich nicht. Und ich meine, die Autos, die man jetzt heute plant, in China zum Beispiel, das sind ja irgendwelche sich bewegenden Salons, wo man alles Mögliche machen kann. Nur die Freude am Auto und Freude am Fahren hat man dabei nicht mehr. Und das möchte ich. Vielleicht muss man das aufteilen in diese ganze, in diese fahrenden Computer. Das ist ja eine Geschichte. Andere Geschichte ist, dass man sowas hier bewegt, Mobilität erlebt in der Natur. Schaut euch mal an, wie toll das ist. Wo gibt's das? Und das kann man mit diesen modernen Elektrofahrzeugen eben nicht. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man das, was wir hier gerade erleben und euch auch zeigen können über die Filme, ob man das abschaffen will. Die Frage ist doch eigentlich entscheidend. Ja, und das ist die Frage, ob sich Mobilität nicht irgendwann aufspaltet in die Menschen, die sagen, ich möchte das für die Seele haben. Der Weg ist das Ziel, die Freude am Fahren, die Freude am Automobil, an der Freiheit. Und den Leuten, die sagen, ist egal, ich habe nur noch meinen Computer vor der Nase, ich lasse mich elektrisch bewegen, das kann man machen. Aber ob das alleine die Zukunft ist, also da stelle ich mal ein ganz großes Fragezeichen hin. Weil das ist einfach toll. Also ich glaube, wir haben heute so eine schöne Fahrt, euch auch gezeigt mit diesem tollen Wagen hier. Das ist doch ein einmaliges Erlebnis. Und das alles zu verbieten und aufzugeben, das wird auch nicht passieren, bin ich mir 100% sicher. Wie gesagt, 1952 oder 51 mit Sonja Ziemann, Schwarzwaldmädel, da könnt ihr sehen, wie toll so ein originaler 300S im Schwarzwald aussieht. Ich meine, wir zeigen euch das jetzt hier in den Bayerischen Alpen. Und das Schöne ist, der ist genauso gut wie das Auto von damals. Hat auch einen ganz guten Sound, ne? Ach, herrlich, damit über die Landstraßen zu fahren. Einfach nur schön.
ist auch herrlich, so 300 S in voller Fahrt. Ist einfach fantastisch, anders kann ich das nicht beschreiben. Es ist fantastisch. Ah, da vorne ist der Simsi heute bei allerschönstem Wetter. Ach, ist das nicht schön. Also wirklich, sowas kann man echt genießen. Das könnte ich jetzt in so einem geschlossenen Elektroauto nicht. Das ist der große Unterschied. Das hier macht Freude. Ja. Ja, Beuerberg in Sicht. Wir sind heute ein bisschen weiter gefahren, weil das einfach für uns auch eine Besonderheit ist, so einen schönen Wagen zu zeigen, ja, bei dem tollen Wetter. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, weil das hier ist wirklich historisches Kulturgut. In der Qualität, die original ist, so wie hier, gar nicht zu bekommen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch schönes Wochenende, alles Gute, bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan und bis dann und ciao.